Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Andacht am Heiligen Abend. Es begab sich aber zu der Zeit. Alle Jahre wieder hören wir dieselben Worte, vorgetragen in der Sprache Martin Luthers. Aber sie gehören dazu, gehören zu diesem Tag wie der Tannenbaum und die Geschenke. Und ich finde es allen Einwänden zum Trotz beruhigend, dass wir auch dieses Jahr wieder diese Botschaft hören können, dass diese Botschaft wieder erklingt, gerade in dieser Zeit. Denn die Zeiten sind nervig, sie sind anstrengend und wie man in den Nachrichten vernehmen kann, mehr und mehr voller Gefahren. Letzte Notiz: Eine rechte Partei hat in Rumänien ihre Anhänger zum erfolgreichen Sturm auf das Parlament ermutigt. Weit weg? Ich weiß nicht. Heute ist kaum noch irgendwas weit weg. Ich brauche umso mehr die frohe Botschaft des Heiligen Abends. Fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Heiland geboren. Diese Botschaft muss gesagt werden. Jetzt mehr denn je. Der Heiland ist geboren. Er ist in die Welt gekommen, zu uns Menschen. Egal wer wir sind, egal wo wir gerade stehen, egal wie es uns geht. Jedem und jeder ist unser Gott ein Menschenkind geworden und damit zum Heil der Welt. Sofern wir nur Ohren haben, um zu hören, und ein Herz, um zu erfassen, was da passiert ist. Damals im Stall in Bethlehem. Unsere Welt kann es brauchen. Nicht nur Corona hat uns dieses Jahr mehr, als man wollen könnte, beschäftigt. Dazu auch viele Krisen und so manche Entwicklung, die verunsichert. Und dazu tritt vielerorts das Gefühl, Corona legt bloß, was bislang nur durch Betriebsamkeit verdeckt werden konnte, was sich verbergen ließ, wenn man nur laut genug über was anderes sprach. Gerade in den Kirchen sehen wir das für mein Empfinden deutlicher als bisher. Wir haben viel verschlafen. In mittelalterlichen Darstellungen siedelten die Künstler die Geburt Jesu oftmals in einer Ruine an, in einem brüchigen Gebäude, am Ort des Unfertigen. Manchmal gemahnte es auch an die Reste einer großen Kirche, aber eben alles verfallen. Nicht selten wächst da schon in den Ritzen wieder neues Grün, hält zusammen, was da zerbröseln will, und sprengt es doch zugleich durch die Wurzeln immer weiter auf. Weihnachten ist nicht der Ort für Heimeligkeit. Weihnachten legt auch Finger in Wunden. Gerade dann, wenn wir es nicht gerne hören und es uns an unseren vielbeschworenen Zauber stört. Aber das ist Weihnachten. Störung im Getriebe der Welt. Der Zacken, der der Krone der Schöpfung aus derselben fällt. Der Ort, an dem Jesus geboren wird, ist den Künstlern von damals her ein Platz, der schon lange echtes Leben vermissen ließ. Genau dort kommt Gott zur Welt. Genau dort weist Gott auf neues Leben hin, oder wie es im Predigttext für heute Abend heißt, da erscheint die heilsame Gnade Gottes für alle Menschen. Das mag manchem seltsam erscheinen, denn wer geht freiwillig in solch eine Ruine? Unsere an Hochglanzwerbung gewöhnte und auf Sicherheit getrimmte Haltung lässt doch kaum zu, dass wir dort die heilsame Gnade Gottes in einem Kind finden könnten, wie die Menschen damals in Bethlehem. Und doch, es gibt wen, der auch heute in solch ein Gebäude gehen würde, neugierig, gespannt und mit einer gewissen Lust auf das, was noch nicht gewusst ist. Mit Entdeckerfreude, Kinder. In Sichtweite meines Elternhauses stand in der angrenzenden Bauernschaft ein altes Heuerhaus, verlassen und zum Teil eingestürzt. Die Obstbäume und die alten Eichen waren ins Kraut geschossen, der Überweg über den breiten Graben war nicht mehr ganz sicher. Und natürlich war klar, wir Kinder sollten nicht unter keinen Umständen da spielen gehen. Das sei viel zu gefährlich. Und was haben wir gemacht? Natürlich haben wir uns durch das Gestrüpp geschlagen, uns an den Nesseln und den Brombeerranken gepiekt und schließlich das Haus erkundet.
Es war lange unser liebster Ort zum Spielen. Aber wir waren vorsichtig. Wir wussten um die Gefahr. Und so haben wir lange dort unser Unwesen treiben können, unseren Eltern zum Trotz. Und da wir immer heil wiederkamen, haben sie es wohl nicht gemerkt oder nichts weiter gesagt. Heute steht dies Haus nicht mehr. Es ist schon vor vielen Jahren gänzlich abgerissen worden und die Fläche wurde zum Acker eingeebnet. Heute ist das von den meisten Menschen vergessen. Aber wir, die wir dort gespielt haben, wir kennen das noch. Denn dort fanden wir, was uns Kindern damals den Tag spannend machte. Und so ist das auch mit den Ruinen, in denen die Maler früher das Kind zur Welt kommen ließen. Es ist für den, der es wagt, dort hineinzugehen, der spannendste Ort, den es gibt. Wer sich traut, damit zu rechnen, dort auf den menschgeborenen Gott zu treffen, der wird ihn dort wirklich finden. Die Gefahr ist dabei nicht der Einsturz des Hauses zuerst. Die Gefahr steckt in der Begegnung mit dem Kind und dann in ihm sein eigenes Leben einstürzen zu sehen und zu entdecken, ich muss noch mal ganz neu beginnen, eben mit dem Gott im Kind. Das ist Teil der heilsamen Gnade. Das kaputte Gebäude steht für die Welt ohne Hoffnung, die sich gefangen hat in Netzen, die sie sich selber gelegt hat. Es deutet auf eine Gesellschaft, die sich ihrer Basis beraubt hat, weil sie unglaubwürdig wurde, weil sie den eigenen Maximen nicht mehr traut, weil sie mut- und kraftlos agiert. Satte Gesellschaften, die nach dem Motto handeln, solange man noch Profit draus schlagen kann, warum soll man was ändern? Solange wir verdienen an dem, was falsch läuft, warum soll man es richtig machen? Warum dem Frieden dienen, wenn Waffen Geld bringen? Warum Flüchtlinge ins Land holen, wenn sie Wählerstimmen kosten? Es ist das Trümmerhaus einer Gesellschaft, die lieber die Reichen hätschelt, als den Gesundheitssektor mit Geld zu versorgen und uns endlich aus dieser Pandemie zu befördern. Es bildet eine Gesellschaft ab, in der zwar jeder um seine Rechte weiß und seinen ganz eigenen Freiheitsbegriff pflegt, aber von den eigenen Pflichten und den Rechten anderer lieber nichts wissen will. Ich möchte so manchen Demonstranten der letzten Zeit sehen, ob sie denn dann wohl in der Türkei, in Russland, in China oder in Myanmar oder wo auch sonst spazieren gehen können. Dort wartet man als heilsame Gnade auf wirkliche Freiheit. Das bringt das Gebäude zum Einsturz. Und vielleicht muss das Gebäude wirklich vergehen, um Raum für Neues zu schaffen. Und hier setzt Weihnachten an. Denn in so einem kaputten Gebäude wird unser Gott ein Mensch. Genau daraus erschallt der Ruf, es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Sie gilt einem jeden, wenn er sich ansprechen lässt, wenn er hören und empfinden will, was da geschenkt worden ist. Es liegt auch an uns, was aus dem heutigen Festtag wird. Nötig wäre es allemal, dass sich endlich was tut. Geschlafen haben wir lange genug. Wo wir uns darum die Neugier und die Offenheit der Kinder bewahren, erfahren wir, dass Weihnachten eben nicht nur eine alte Legende ist, keine niedliche Geschichte, sondern das Ende von etwas, das schon lange nicht mehr tragen kann und der Beginn von etwas ganz Neuem. Es geht um das Erscheinen der heilsamen Gnade Gottes für alle Welt. Tragen wir sie weiter. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, in der Trümmerlandschaft unserer Zeit, in den Bruchstücken unserer Gegenwart, in den Verwerfungen unserer Gesellschaften wirst du ein Menschenkind. Du wirst machtlos unter uns Mächtigen. Du wirst klein unter uns Großen. Du wirst Kind unter uns Erwachsenen. Und wir müssen erleben, du führst uns alle vor. Du bist weiser als unsere Weisheit und ehrlicher als unsere Wahrheit.
denn du kennst nicht den Spiegel, der nur das Schöne zeigt. Du legst offen, was angeschaut werden muss. Du deckst auf, was verbunden gehört. Du legst den Finger in Wunden, dass sich endlich etwas bewegt. Für dich, zu dir und für deine wunderbare Welt. Ob wir es verstehen, endlich, dieses Jahr? Wir hoffen es, gib es, dass wir es weitersagen. Du bist geboren, du bist Mensch, du bist da. Segne uns und allen Menschen auf der Welt diese Festtage. So beten wir, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wünsche ich Ihnen für diesen Abend eine gesegnete Zeit. Eine gesegnete Zeit mit dem menschgeborenen Gott. Eine gesegnete Zeit miteinander in den Familien und Freundeskreisen. So geleite Sie Gottes Segen in diese Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen am ersten Weihnachtstag zur nächsten Andacht wieder. Ich freue mich darauf. Bleiben Sie behütet und auf Wiedersehen.